One, two, three, four. Hallo Leute, ich grüße euch. Heute zeige ich euch mal wieder einen neuen Rhythmus. Und den könnt ihr auf Tab-Ebene spielen oder eben auch ohne Tabs. Das ist vielleicht zum Einstieg, um den Rhythmus zu verstehen, ganz gut. Ich zeige euch den mal. Ohne Tabs. Da spielt die Haupthand den ersten Schlag im Bass, den zweiten die Nebenhand auf der Höhe. Jetzt kommt Höhe, Höhe, Bass, Höhe. Und zwar. Also ihr merkt schon, die Nebenhand, die spielt die akzentuierten Höhen. So, und das Ganze auf Tab-Ebene. Das heißt, ihr spielt die Katzenpfoten. One, two, three, four. Okay, also, und das mit den Tabs, das mache ich für euch nochmal langsam. Und zwar die Hände abwechselnd. Es ist kein Ton zu hören, es sind nur Katzenpfoten. Erinnert euch, die akzentuierte Höhe macht die Nebenhand, das ist bei mir die linke Hand. Alright, so, das ist der ganze Rhythmus. Ich spiele den für euch jetzt nochmal zum Schluss schnell und mit ein paar Variationen und will euch damit ein bisschen inspirieren, ein bisschen anregen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Boom, da, ticke, din, da, din, da, ticke, din, da, din, da. Einen schönen Tag.